Madame la conseillère fédérale, monsieur le président du gouvernement et vice-président de la conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, madame la secrétaire d'État, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée à la décision prise ce matin par le Conseil fédéral de prolonger le statut de protection S. Avant de passer à ce thème, comme d'habitude, je vous laisse la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Est-ce que vous avez des questions ? Ce n'est pas le cas, donc nous allons directement passer au thème de cette conférence de presse. Madame la conseillère fédérale s'exprimera, suivie de monsieur le président du gouvernement, et nous prendrons vos questions à l'issue des deux présentations. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Sehr geehrter Herr Landermann, Herr Vizekanzler, sehr verehrte Damen und Herren, Sie wissen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun seit 8 Monaten andauert und die ukrainische Zivilbevölkerung leidet unter den anhaltenden Kämpfen. Es gibt Beschuss mit Raketen und auch Drohnen. Und Sie wissen auch, dass die russische Armee auch Energiesysteme angreift. Die Menschen kämpfen mit Versorgungsengpässen. Ihnen steht ein kalter Winter bevor. Und nach ukrainischen Angaben waren Ende Oktober fast 4 Millionen Menschen von Einschränkungen bei der Stromversorgung betroffen. Inzwischen ist schon ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung vertrieben worden. Vertrieben entweder innerhalb des Landes oder außerhalb des Landes. Es halten sich 7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Westeuropa auf. Es sind nicht alle als unter dem temporären Schutz registriert, aber es sind 7 Millionen Personen. Die Schweiz hat bis heute mehr als 67.000 Personen vorübergehend aufgenommen. Es handelt sich dabei überwiegend um Frauen und Kinder. Um so viele Geflüchtete unbürokratisch aufnehmen zu können und dass eben das Asylsystem dabei nicht kollabiert und nicht überlastet wird, hat der Bundesrat am 12. März dieses Jahres den Schutzstatus S aktiviert. Das ist ja zum ersten Mal der Fall gewesen. Dieser Status ist Ende der 90er Jahre in Kraft getreten und die damalige gesetzliche Grundlage wurde als Lehre aus dem Balkankriegen geschaffen. Wenn es schnell zu großen Fluchtbewegungen kommt, braucht es rasch und vorübergehenden Schutz für die betroffenen Gruppen. Und dieser Schutz gilt für die Dauer der schweren allgemeinen Gefährdung, wie das im Asylgesetz in Artikel 4 dargelegt ist. Und das gilt besonders bei Kriegen und Bürgerkriegen. Diesen Status S gibt es eben deshalb für den vorübergehenden Schutz bei einer schweren allgemeinen Gefährdung. Nun, dieser Schutz gilt seit etwa 9 Monaten in der Schweiz und es wurde ja immer wieder, Sie haben auch diese Frage gestellt, was passiert jetzt mit diesem Schutzstatus? Muss er verlängert werden, muss er nicht verlängert werden, wird er aufgehoben, nicht aufgehoben? Wie lange gilt dieser Status noch? Und das Asylgesetz ist klar, ich habe es gesagt, der Schutzstatus gilt so lange, bis ihn der Bundesrat aufhebt. Damit er aufgehoben werden kann, muss die schwere allgemeine Gefährdung vorbei sein. Das heißt, die Lage in der Ukraine muss sich nachhaltig stabilisieren, sie muss sich normalisieren. Davon sind wir im Moment leider weit entfernt. Das zeigen die jüngsten Entwicklungen. Es werden nach wie vor Städte in der ganzen Ukraine angegriffen, auch Infrastrukturen. Und eine sichere Rückkehr ist im Moment nicht möglich. Aus diesem Grund hat der Bundesrat heute entschieden, den Schutzstatus S vorläufig noch nicht aufzuheben. Der vorübergehende Schutz gilt voraussichtlich bis am 4. März 2024. Ich sage voraussichtlich, weil der Bundesrat den Schutzstatus natürlich auch vor diesem Zeitpunkt aufheben kann, falls sich die Lage in der Ukraine grundlegend ändert. Diese Aufhebung würde auch mit der Europäischen Union abgestimmt. Auch das ist übrigens im Asylgesetz von damals, von 1999, vorgesehen, dass der Bundesrat in einem solchen Fall sich international koordiniert. Nun, wir haben diesen Krieg auf europäischem Territorium und dann macht es ja doppelt Sinn, dass man sich mit den Nachbarstaaten abspricht. Diese
Situation kann also nur gemeinsam bewältigt werden. Und wie Sie wissen, hat die EU bereits Mitte Oktober, das war am letzten Justiz- und Innenministertreffen, entschieden, den vorübergehenden Schutz nicht aufzuheben und ihn bis im März 2024 fortzuführen. In der EU gibt es ein ganz ähnliches System. Der Status, also dieser vorübergehende Schutz, erneuert sich automatisch zweimal um 6 Monate, wenn er nicht aktiv aufgehoben wird. Es ist natürlich auch dort möglich, wenn sich die Lage grundlegend ändern würde, dass das der Fall ist. Nun, was bedeutet jetzt der heutige Entscheid? Der Bundesrat hat damit Klarheit geschaffen, auch Klarheit darüber, wie es im nächsten Jahr mit dem Status S aussehen wird und weitergeht. Das hilft natürlich in erster Linie den Vertriebenen, ist aber auch wichtig für die Kantone. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass der Vizepräsident der SODK hier mit mir zusammen am Tisch sitzt. Das ist wichtig für die Gemeinden, für die Schulen, aber auch für die Arbeitgeber. Der Bundesrat schafft mit dem heutigen Entscheid auch Klarheit bei den Ausweisen der Schutzsuchenden und den spezifischen Unterstützungsmaßnahmen. Wie Sie wissen, haben die Schutzsuchenden einen Ausweis zum Status S. Und dieser Ausweis muss verlängert werden. Das heißt also, das SEM wird die Kantone auffordern, ab März nächsten Frühjahr diesen Ausweis dann zu verlängern. Aber auch hier gilt, sollte der Status S früher aufgehoben werden, weil sich die Lage in der Ukraine nachhaltig stabilisiert hat, verlieren auch die Ausweise früher ihre Gültigkeit. Ebenfalls verlängert werden die besonderen Unterstützungsmaßnahmen für die Personen mit Schutzstatus S. Der Bund subventioniert auch im nächsten Jahr die Bestrebungen der Kantone für die Sprachförderung. Es geht hier um einen Beitrag von 3.000 Franken pro Person. Dieser Beitrag wird in Tranchen ausgerichtet, um zu vermeiden, dass beispielsweise der Beitrag auch ausbezahlt wird, wenn jemand bereits abgereist ist. Dieser zusätzliche Beitrag des Bundes ist, wie ich es gesagt habe, in erster Linie für den Spracherwerb gedacht, damit die Geflüchteten möglichst eben die Sprache lernen, so auch am sozialen Leben in der Schweiz teilnehmen können, dass sie auch, wenn immer möglich, arbeiten können und damit nicht von der Sozialhilfe abhängig sind. Wie Sie wissen, ist der Schutzstatus S rückkehrorientiert. Die spätere Rückkehr ist einfacher, wenn man auch in der Schweiz arbeitet und arbeitsmarktfähig bleibt. Kantone und Bund sprechen deshalb nicht von Integration, sondern von Erhalt der Rückkehrfähigkeit. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es auch im Interesse der Ukraine ist, dass diese Menschen dereinst zurückkehren können. Ich habe das immer wieder gehört in Kontakt auch mit dem ukrainischen Innenminister. Und der Bundespräsident hat mir heute auch gesagt, dass Präsident Zelensky ihm mehrfach gesagt hat, dass die Ukraine ein großes Interesse an der Rückkehr ihrer Bürgerinnen und Bürger hat, weil diese Menschen für den Wiederaufbau des Landes dereinst gebraucht werden. Obwohl der Bundesrat den Schutzstatus S nicht aufhebt, müssen wir trotzdem die Vorbereitungen für eine allfällige Rückkehr treffen. Das Staatssekretariat für Migration hat deshalb schon im Juni von mir den Auftrag bekommen, gemeinsam mit den Kantonen die Aufhebung des Status S und die Rückkehr vorzubereiten. Hier stellen sich komplexe Fragen, Fragen, die man nicht erst beantworten kann, wenn der Moment einmal gekommen ist. Hier kann man sich vorbereiten. Man kann sich auch vorbereiten, weil wir die Erfahrung haben aus den Balkankriegen. Damals gab es Rückkehrprogramme, Rückkehrhilfeprogramme für die Geflüchteten. Es ist auch eine Mehrheit der Geflüchteten nach Hause gegangen damals. Im Kosovo waren es 80%. Und die Rückkehrhilfe wurde in Form von Geld oder auch von Baumaterial damals geleistet. Also das ist die Erfahrung, die wir selbstverständlich mit einbeziehen können, wenn wir heute an diesen Fragen arbeiten. Die Fristen für die Ausreise wurden gestaffelt festgelegt. So konnte man auch Härtefällen gerecht werden. Ich fasse also zusammen, der Schutzstatus S gilt so lange, bis ihn der Bundesrat aufhebt. Der Schutzstatus S wird nicht vor dem 4. März 2024 aufgehoben,
wenn sich die Lage in der Ukraine bis dahin nicht grundlegend verbessert. Also es gilt dieser Vorbehalt selbstverständlich. Die Ausweise für Personen mit Schutzstatus S werden um ein Jahr verlängert. Auch der Unterstützungsbeitrag des Bundes von 3.000 Franken pro Person und Jahr wird erneuert. Und mit diesem Entscheid schafft der Bundesrat Klarheit für die Vertriebenen, für die Kantone und die Gemeinden. Je résume en français encore. Le statut de protection S sera maintenu aussi longtemps que le Conseil fédéral ne décidera pas de le lever. Le statut de protection S ne sera pas levé avant le 4 mars 2024 si la situation en Ukraine ne s'améliore pas fondamentalement d'ici là. Donc il y a une certaine réserve quand même. Les permis délivrés aux personnes bénéficiant du statut S seront prolongés d'une année. La contribution de soutien de la Confédération de 3 000 francs par personne et par an sera également renouvelée. Et avec cette décision, le Conseil fédéral clarifie la situation pour les personnes déplacées, pour les cantons et les communes. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Monsieur le Président du gouvernement du canton d'Obwald, Monsieur Amstadt, vous avez la parole. Besten Dank. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, Herr Vizekanzler, geschätzte Damen und Herren, Sie haben es soeben von Frau Bundesrätin Keller-Sutter gehört. Die Schweiz hat bis heute mehr als 67.000 Schutzsuchende aus der Ukraine vorübergehend aufgenommen. Und wenn ich sage die Schweiz, so meine ich damit, dass eben alle Staatsebenen einen Beitrag dazu leisten, der Bund, die Kantone sowie die Gemeinden. Das Flüchtlingswesen ist eine Verbundaufgabe und wir haben sie bisher gut gemeinsam gemeistert. Zu den rund 60.000 Personen aus der Ukraine, die noch bei uns leben, einige sind ja bereits schon abgereist oder ausgereist, kommen die ca. 18.000 Asylsuchenden aus dem ordentlichen Verfahren. Das ergibt insgesamt 80.000 Personen. Es ist uns bisher gelungen, sie alle zu beherbergen, zu begleiten, ihre Existenz zu sichern und sie zu beraten, wo nötig. Ich weiß, dass nicht in jedem Einzelfall immer alles geschmeidig und gut ablief, aber im Großen und Ganzen haben wir über alle drei Staatsebenen hinweg die Krise sehr gut gemeistert und darüber bin ich dankbar. Der Bundesrat hat mit dem heutigen Entscheid zum Status S Klarheit geschaffen, was den Kantonen und Gemeinden Planungssicherheit gibt. Wir sind absolut einverstanden mit diesem Entscheid des Bundesrats und stützen ihn. Die Konferenzen KDK, KKJPD und SODK haben im Vorfeld gemeinsam positiv zu diesem Unterfangen, haben sich positiv geäußert. Die äußerst angespannte Situation in der Ukraine, die Bombardierungen von Infrastruktur durch die Russen und die damit zusammenhängenden Unwägbarkeiten zu Winterbeginn würden gar keinen anderen Entscheid zulassen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir Kantone und Gemeinden alles unternehmen werden, um jeden neu ankommenden Schutzsuchenden weiterhin ein Bett und die nötige Existenzsicherung zukommen zu lassen. Dies auch, wenn der Spielraum zusehends immer enger wird. Sie wissen das. Zwar melden die Kantone auf die wöchentliche Umfrage der SODK immer noch Woche für Woche über 7.000 freie Betten. Davon müssen ja jede Woche etwa 500 neu geschaffen werden, weil immer mehr Schutzsuchende ankommen und untergebracht werden müssen. Natürlich kommen einige von ihnen bei privaten Gastgebern unter, was wir einmal mehr sehr verdanken und schätzen. Ihr Engagement ist bewundernswert, aber nicht alle Schutzsuchenden finden eine Privatunterkunft. Die größte Herausforderung für uns Kantone und Gemeinden ist zurzeit nicht, Betten zu finden. Im absoluten Notfall könnten wir auf Zivilschutzanlagen ausweichen, wobei wir das natürlich vermeiden möchten, da diese Unterbringung unterirdisch sind. Die größte Herausforderung zurzeit besteht darin, qualifiziertes Personal zu finden. Betreuungspersonen in den Kollektivunterkünften, Lehrerinnen und Lehrer, Gesundheitspersonal, welches die vielen Menschen triagiert, behandelt und unterstützt, Sozialpädagoginnen, welche Menschen bei Bedarf begleiten und beraten, Dinge mit ihnen unternehmen, insbesondere mit unbegleiteten Minderjährigen.
Hier kommen wir, wie der Bund auch, langsam an unsere Grenzen. Aber wir werden Lösungen finden, notfalls mit dem Zivilschutz. Der Bund trägt dazu bei, dass die Aufnahme dieser vielen Menschen gelingt, indem er gute Rahmenbedingungen setzt. Relevant für uns ist in diesem Zusammenhang der Unterstützungsbeitrag des Bundes, damit arbeitsfähige Schutzsuchende möglichst schnell Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Der Bundesrat hat entschieden, den finanziellen Betrag an die Kantone zur Unterstützung von Sprachkursen und anderen Massnahmen fortzuführen. Der finanzielle Beitrag von 3'000 Franken pro Person soll also auch für ein zweites Jahr gesprochen werden. Wir sind sehr erleichtert darüber, über diesen Entscheid. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Menschen mit Schutzstatus S die ihnen angebotenen Unterstützungsmaßnahmen rege nutzen. Das ist wichtig und auch richtig so. Auch wenn der Status rückkehrorientiert ist, Frau Bundesrätin hat es gesagt, müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen ihre Kompetenzen während ihrer Zeit hier mindestens erhalten oder einige sogar weiter ausbauen können. Dies nützt ihnen auch bei einer späteren Rückkehr und dem Wiederaufbau ihres Landes. Erfreulicherweise liegt die Erwerbsquote von Ukrainerinnen und Ukrainern bei rund 14%, also höher als bei anderen Personengruppen im Asylbereich. Ein besonderes Augenmerk richten die Kantone derzeit auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese jungen Menschen sollen nicht ihre Zeit hier absitzen. Etliche von ihnen besuchen aktuell Angebote, die sie auf eine Ausbildung auf der Sekundarstufe 2 vorbereiten, und sie werden hoffentlich im Frühling eine Lehrstelle finden. Aus unserer Sicht ist im Hinblick auf eine allfällige Aufhebung des Schutzstatus S wichtig, auf Bundesebene rasch zu klären, wie für Jugendliche die Ausreisefrist dereinst angesetzt werden könnte, sodass es ihnen möglich ist, eine angefangene Lehre erfolgreich zu beenden. Solche und andere Fragen zur Rückkehr können wir nun mit der von Frau Bundesrätin Keller-Sutter eingesetzten Arbeitsgruppe klären. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Geschätzte Damen und Herren, ich komme zum Fazit. Die Kantone unterstützen den heutigen Entscheid des Bundesrats und setzen alles daran, den einreisenden Schutzsuchenden eine Unterkunft zu gewährleisten und deren Existenz zu sichern. Dabei sind sowohl Kantone wie Gemeinden auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bund angewiesen. Wir diskutieren Probleme, Herausforderungen und unterschiedliche Haltungen untereinander aus und wir suchen stets gemeinsam nach tragbaren Lösungen. Ich bin überzeugt, so werden wir den Winter gemeinsam gut überstehen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Monsieur le Président. Prenons vos questions. Qui souhaite poser la première, Monsieur Beuglin? Donc on parle beaucoup du défi qui est d'héberger toutes ces personnes, de la crise migratoire avec des demandeurs d'asile venus d'autres pays. Est-ce qu'il y a un nombre maximal de personnes qu'on peut accueillir? Est-ce que là, il y a des limites que vous avez calculées, évaluées? Si moi, M. Beuglin, je peux donner une réponse non, on n'a pas de limite parce que finalement, vous voyez, ça ne sert à rien de donner des limites parce que vous savez que les personnes qui viennent de l'Ukraine peuvent voyager librement en Europe. Alors, toute personne qui s'adresse aux autorités et demande un statut de protection S, finalement, si la personne remplit les questions, bien sûr, elle peut avoir ce statut, enfin, on va attribuer ce statut S. En ce qui concerne la migration à côté, moi, je ne parlerai pas de crise. Il faut quand même faire attention, il y a une crise, il y a une guerre en Europe. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est une crise. Mais de l'autre côté, si on parle de crise, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas la situation. Et ce n'est pas le cas. Si vous regardez les autres demandes d'asile qui sont maintenant déposées, c'est vrai qu'elles sont en forte augmentation. Mais pour elles seules, vous voyez, elles ne sont pas plus hautes qu'avant la pandémie. C'est un peu le nombre qu'on avait. La situation est plus difficile maintenant, puis un défi pour la Confédération et les cantons et les communes, parce qu'il y a un cumul
bien sûr, des deux flux migratoires, si vous voulez. Alors, il faut trouver un hébergement. Et comme le Landamann l'a dit, le plus grand défi encore, c'est de trouver et d'embaucher du personnel, parce qu'il y a, il y a partout aussi, d'ailleurs, dans l'économie privée, où manquent vraiment les personnes qualifiées. Alors, il y a, bien sûr, il n'y a pas une limite fixe, mais ce qu'on essaye d'empêcher, c'est bien sûr la migration illégale, irrégulière. Là, on travaille au niveau européen, par exemple, pour durcir aussi la protection des frontières extérieures ensemble avec les États Schengen. Vous savez que nous avons intervenu aussi, mon collègue autrichien et moi, auprès de la Commission européenne pour la politique de visa de la Serbie, avec un certain succès, parce que la Serbie va certainement a déjà adapté le statut de certaines personnes, mais va adapter encore... va adapter encore d'ici la fin de l'année sa politique de visa, puis l'aligner aussi sur celle de l'Union européenne. Là, quand même, il faut dire que 50% des personnes qui viennent maintenant, qui sont contrôlées par le corps de garde frontière, viennent de la Serbie. Hein, c'est pas rien. Alors, on essaie quand même de pouvoir empêcher cette migration irrégulière aussi qui vient de la route des Balkans et d'ailleurs. Merci. Prochaine question, Monsieur Biener. Ja, ich glaube, wenn ich das richtig mal gelesen habe, die Kantone monieren bereits, dass die Verlängerung dieser S-Ausweise einen erheblichen Mehraufwand auch bedeuten. Und es geht jetzt auch darum, dass man dies vom Bund dann vergütet. Können Sie da etwas sagen zu diesem Mehraufwand, zu den Kosten und vielleicht auch, ob diese S-Ausweise, werden die dann 2 Jahre verlängert oder auch wieder jeweils nur 1 Jahr? Das ist ein administrativer Aufwand, der anfällt. Wir sind zusammen mit dem Bund in Kontakt. Das betrifft eine andere Konferenz, die das entsprechend betreut. Aber dort die Kenntnis von meiner Seite ist so, dass man in Austausch ist betreffend dieser Kosten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es enorme Kosten sind. Wie der Status verlängert wird um 1 Jahr, ich kann nicht sagen, wie die Ausweise entsprechend ausgestellt sind. Vielleicht kann Frau Bundesrätin etwas mehr dazu sagen. Die Ausweise wird nur 1 Jahr verlängert. Also, oder so genau, der Schutzstatus wird jetzt bis im März 2024 voraussichtlich nicht aufgehoben. Und die Kantone haben jetzt Zeit, oder diesen Status, also diesen Ausweis zu verlängern. Das ist übrigens ein normales administratives Geschäft der Kantone. Auch die Ausländerausweise und so weiter werden auch durch die Kantone verlängert. Ich bin keine Freundin davon, dass man jede Amtshandlung durch den Bund entschädigt, die in der Kompetenz dann der Kantone ist. Im normalen Ausländer- und Asylwesen werden auch die Bewilligungen durch die Kantone ausgestellt. Ich weiß nicht einmal, ob es dort auch eine Entschädigung gibt. Was ist der Bundesrat oder der Bund, muss ich sagen, bezahlt ja eine Entschädigung für die Sozialhilfe, Krankenkassen und so weiter. Also das geht an die Sozialdirektoren oder an die Kantone, also die Sozialdepartemente, diese gut 1.500 Franken. Und es gibt auch eine Entschädigung von 500 Franken pro Person für Administration sowieso. Also ich meine, das sollte jetzt nicht das größte Problem sein am Schluss des Tages. Monsieur Castella. J'aimerais connaître quels sont les derniers chiffres à disposition en matière d'emploi des personnes au bénéfice d'un statut S, ainsi que votre appréciation de la situation à ce sujet. Alors, les derniers chiffres se montent à 14% des personnes qui sont en âge aussi d'exercer une activité lucrative. Hein. Il faut quand même voir qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de mineurs qui sont en Suisse. Il y a beaucoup de mères avec des enfants qui, justement, ont des tâches de garde d'enfants. Enfin, c'est un peu compliqué en Suisse. Vous savez, la conciliation de la vie privée et la vie familiale, ce n'est pas seulement un problème qui touche les Ukrainiennes, mais aussi les femmes suisses. Mais je dois dire que si l'on compare ce chiffre à ce que j'entends au niveau européen des autres collègues européens, c'est un chiffre qui est pas mal, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même cette entrave de la langue. Il y a cette barrière linguistique. Pourtant, j'ai parlé à mon collègue tchèque qui m'a dit qu'ils ont un peu les mêmes problèmes parce qu'on a toujours l'impression qu'ils parlent tous la même langue. Enfin, c'est semblable, hein. Mais ça ne se ressemble pas tellement. Vous voyez, il m'a dit qu'en Tchéquie, par exemple, il y a des,
Il y a des gens qui sont très qualifiés, des médecins, etc., qui ne peuvent pas travailler comme médecins parce que ces femmes-là ne maîtrisent pas la langue, mais ça va, par exemple, dans l'hôtellerie, hein, vous voyez, ou bien dans d'autres professions où ce n'est pas tellement important d'avoir un savoir exact de la langue parlée. Mais bon, ce n'est pas essentiellement une tâche de la Confédération. Vous savez qu'on fait des efforts aussi avec les partenaires sociaux, mais c'est aussi une tâche de l'économie privée, parce qu'il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et puis, il y a pas mal d'Ukrainiennes quand même qui sont très qualifiées. Et puis, il y a aussi des branches qui offrent des cours de langue pour les Ukrainiennes. Monsieur Clémence. Merci, Madame Keller-Souter. Est-ce qu'on peut parler de situation tendue dans le pays ? Certains partis, cette semaine, ont déclaré qu'il fallait expulser ceux qui n'avaient pas leur place en termes d'asile dans ce pays pour faire de la place, pour héberger. Est-ce qu'on peut parler de situation tendue ? Alors, moi, je dirais d'une situation qui pose des défis. Vous l'avez entendu, le Landemann et vice-président de la CDAS l'a dit, c'est difficile. Enfin, il faut mettre à disposition un hébergement pour toute personne. Et ce qui est surtout difficile, c'est de recruter le personnel qualifié, parce que finalement, on est là aussi en concurrence avec le marché privé. Hein. Vous avez des professeurs, enfin, des institutrices, par exemple. Vous avez des psychologues, etc. L'expulsion se fait de toute manière. C'est une tâche quotidienne aussi du SEM, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas droit à l'asile, qui ont reçu une décision négative, doivent quitter le pays. L'expulsion ne se fait pas de force en général. Ça, c'est vraiment le cas extrême, c'est-à-dire c'est la minorité. Mais les personnes qui n'ont pas droit à l'asile doivent quitter le pays. Et puis là où il faut soutenir les cantons aussi, c'est les cantons aussi qui organisent le retour, on les soutient. Mais le retour, il est crucial, c'est clair. Mais pas seulement pour faire de la place à ceux et à celles qui ont besoin de protection, mais aussi pour rester crédible dans le système d'asile, parce qu'un système n'est pas crédible si vous n'expulsez pas les personnes qui n'ont pas le droit d'être en Suisse. Monsieur Drius. È ancora un tema, semmai lo è stato, la trasformazione dello statuto S in un permesso, in un altro permesso, permesso B, per determinate persone. Mi sembra che con l'economia era stato discusso, c'era l'idea che si poteva fare una soluzione. Also, oder man muss sich einfach vergewärtigen, was der Schutzstatus S ist. Das Asylgesetz ist klar. Es geht um den vorübergehenden Schutz von Menschen bei einer schweren allgemeinen Gefährdung durch Krieg oder Bürgerkrieg. Es geht nicht um einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Für den Zugang zum Arbeitsmarkt haben wir die Personenfreizügigkeit, wir haben Drittstaatkontingente. Also das ist eine humanitäre Aufnahme. Der Schutzstatus S, wenn er nicht widerrufen wird, nicht aufgehoben wird durch den Bundesrat, wird nach 5 Jahren in eine B-Bewilligung umgewandelt. Aber auch diese B-Bewilligung gilt nur, solange der Bundesrat diese dann nicht aufhebt, sollte der Krieg zu Ende sein und die Bedingungen es erlauben. Also es kann nicht sein, dass jetzt einfach eine Regularisierung erfolgt. Das war nie gemeint, dass das ein Zugang primär zum Arbeitsmarkt ist, sondern es ist ein humanitärer Akt, um die Menschen vor Krieg und Bedrohung zu schützen. Madame Wittwer. Können Sie das etwas genauer sagen? Ich weiß nicht, vielleicht Herr Amstadt oder auch Sie, Frau Bundesrätin. Wie muss man sich das vorstellen, die Rückkehr vorzubereiten? Können Sie da etwas konkreter werden, was Sie da planen? Geld natürlich, aber wie konkret können Sie das erklären, wie es da geht in den Kantonen? Also was ich einfach sagen kann, ist, dass man, ich gebe Ihnen das einfach das Beispiel vielleicht, das wir hatten bei den Jugoslawienkriegen. Dort gab es dann selbstverständlich eine Übergangsfrist. Der Krieg in Bosnien hat 3 Jahre gedauert, 92 bis 95. Und dann mit dem Abkommen von Dayton, dem Friedensabkommen, hat dann der Bundesrat nach einer gewissen Zeit
die kollektive Aufnahme widerrufen damals. Es war nicht der Schutzstatus S, sondern eine kollektive Aufnahme. Und dann ging es um die Rückkehr und diese ist natürlich über eine gewisse Zeit erfolgt und gestaffelt. Das heißt, zuerst mussten damals alleinstehende Personen zurückreisen, dann Familien ohne Kinder und am Schluss Familien mit Kindern. Beim Kosovo war es ähnlich. Die Rückreise war etwa über 2 Jahre. Oder man muss sich vorstellen, es gibt dann eine Staffelung, es gibt Fristen. Und das ist das, was man jetzt vorbereitet, die Frage auch der Personengruppen. Die Rückkehrhilfe, die müsste, denke ich, dann international koordiniert sein. Das Gesetz damals war eigentlich weitsichtig, weil dort schon steht in Artikel 67 Absatz 2, der Bund arbeitet mit dem Heimat- oder Herkunftsstaat, anderen Aufnahmestaaten und internationalen Organisationen zusammen, um die Voraussetzungen für eine sichere Rückkehr zu schaffen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es dereinst im Rahmen des Wiederaufbaus der Ukraine internationale Programme, Bestrebungen geben wird, die koordiniert werden. Bei den Jugoslawienkriegen war das ähnlich, aber hier haben wir eine ganz andere Dimension der Zerstörung natürlich. Aber ich denke, das sind etwa die Fragen, die man dann anschauen muss, wie man auf der zeitlichen Achse vorgeht, welche Gruppen zuerst gehen müssen. Es gehen ja auch Personen freiwillig jetzt schon zurück. Wir unterstützen heute die Rückkehr mit 500 Franken pro Person. Ich glaube, es sind etwa 6.000, behaften Sie mich nicht. Die Zahlen ändern jeden Tag, etwa 6.000 bis jetzt freiwillig zurückgekehrt. Das unterstützen wir natürlich weiterhin. Aber ich weiß nicht, ob Herr Landammann hier noch etwas ergänzen will. Es gibt nicht viel zu ergänzen. Ich glaube, wichtig ist in dieser Frage, dass wir das zusammen anschauen. Da gibt es bereits schon auch Arbeitsgruppen. Im Moment bei den Kantonen ist es so, wir sind extrem beschäftigt mit der Betreuung dieser Schutzsuchenden, auch weiterhin zum Suchen von Unterkünften. Und wie ich vorhin bereits schon erwähnt habe, eine große Herausforderung ist, dass wir genügend Personal finden, um diese Schutzsuchenden entsprechend auch richtig zu betreuen können. Madame Wittwer. Darf ich etwas nachfragen, Herr Amstadt? Was ist denn, Sie haben gesagt, der Zivilschutz vielleicht, bis dorthin gehen Sie, ist das bereits etwas, was Sie ins Auge fassen müssen? Ist es so prekär, dass Sie da schon den Zivilschutz alarmieren? Es ist eine Eventuellplanung, aber es ist jetzt noch nicht so weit. Prochaine question, Monsieur Biener. Also habe ich das richtig verstanden? Das heißt, dass diese, wie im Kommuniqué steht, 1916 zurückgegangenen mit Rückkehrunterstützung, die bekommen einfach alle pro Person 500 Franken. Das ist diese Rückkehrunterstützung in diesem Fall? Nein, das ist nicht so. Sind nicht alle mit Rückkehrunterstützung zurückgegangen. Ich glaube, etwa 1.800 hatten eine Rückkehrunterstützung. Die anderen nicht. Und das heißt, Rückkehrunterstützung heißt einfach 500 Franken? Genau, genau. Und die werden dann auch gelöscht. Der Status S erlischt dann auch in der Datenbank des Bundes. Und diese 500 Franken sind natürlich oft die Reisekosten oder Benzin und so weiter, die man hier abgeltet. Aber es ist nicht so, dass alle das beantragt hätten. Das ist der Bund, der diese 500 Franken ausrichtet. Monsieur Grosjean. Vous avez parlé des bombardements en Ukraine sur les villes et les infrastructures. Est-ce que vous avez constaté déjà un mouvement de population d'Ukraine qui vient à nouveau en Suisse? Et question qui prolonge, est-ce qu'avec l'arrivée de l'hiver, avec la détérioration des conditions de vie en Ukraine, est-ce que vous craignez un nouvel afflux d'Ukrainiens en Suisse? Oui, c'est une question très importante que vous soulevez là. On n'a pas encore constaté de mouvement. C'est tout à fait possible, bien sûr, qu'en relation avec les conditions hivernales, il y ait encore un afflux supplémentaire de personnes qui vont vers l'Europe de l'Ouest.
pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que, par exemple, les infrastructures de l'énergie sont détruites, hein. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, etc. C'est tout à fait possible. Mais vous voyez, on ne pense pas qu'on fera face à une situation telle qu'on l'a vu lors de l'éclatement de la guerre, où vraiment il y a eu un afflux énorme, spontané. Vous vous souvenez, il y avait parfois, enfin c'était un maximum, 1800 demandes par jour. Alors on ne s'attend pas à ça. Mais bien sûr que si les conditions en hiver se détériorent, c'est tout à fait possible que les gens vont vers la Pologne, vers la Roumanie, etc. Peut-être d'abord dans les pays limitrophes de l'Ukraine. D'ailleurs, il y a des efforts au niveau international pour justement empêcher les gens à ce qu'ils se déplacent. Il y a par exemple des chauffages qui sont mis à disposition, des articles d'hygiène, des habits d'hiver. Et vous savez que le Conseil fédéral a décidé la semaine dernière, mercredi dernier encore, d'investir encore une fois 100 millions de francs supplémentaires pour aider les gens à passer l'hiver chez eux. Parce que vous voyez, le déplacement encore supplémentaire n'est ni dans l'intérêt, bien sûr, des pays européens, ni dans l'intérêt de l'Ukraine. Y a-t-il encore des questions, Monsieur Driussi? Welche Personen haben Recht auf diesen Beitrag von 500 Franken und welche nicht? Und ich nehme an, dass dieser Beitrag einmalig ist, also ja. So dass nicht dahin und her machen könnten. Also Personen, die diesen beantragen und zurückgehen möchten und damit auch auf den Schutzstatus verzichten, können diese 500 Franken kriegen. Und dieser Beitrag ist einmalig. Monsieur Biller? Ja, Sie sagen, wir haben keine Krise und offenbar hat die Schweiz auch also kein Problem mit dem Geld und es gibt auch genügend Betten und gleichzeitig sind ja jetzt mittlerweile um die 80.000 Personen im Land zusammengerechnet, das entspricht netto der Stadt Luzern. Was macht Sie da so sicher, dass das auch so bleibt, dass alles so anscheinend ruhig bleibt? Also wir sind einfach gehalten, unsere Verantwortung auf allen Staatsebenen zu übernehmen und dafür zu arbeiten, wofür wir da sind. Wir können nicht mehr machen, als einfach uns anzustrengen und diese Aufgabe zu lösen. Ich habe gesagt, es ist keine Krise, weil wenn man von, also müssen mich richtig verstehen, Krise, das gibt den Eindruck, wir kontrollieren überhaupt nichts mehr. Und ich stelle einfach fest, dass wir im Unterschied zu anderen Staaten ist es bis jetzt gelungen, und ich hoffe, das bleibt so in Zusammenarbeit mit den Kantonen, dass die Menschen, die kommen, ein Dach über den Kopf haben und für die wird gesorgt. In anderen Ländern dauert es ein halbes Jahr, bis sie registriert sind. Sie schlafen auf der Straße und so weiter. Das wollen wir nicht. Also das ist so. Es ist selbstverständlich so, ja, Herr Biner, sind sehr viele Leute da. Das ist so. Aber wir haben Krieg in Europa. Ich kann mich nicht, also ich bin Jahrgang 63, ich kann mich nicht an einen Krieg erinnern, mit Ausnahme des Jugoslawienkriegs. Das war ein Bürgerkrieg, nicht ein Angriffskrieg. Aber wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Angriffskrieg mehr, kein souveräner Staat mehr wurde von einem anderen Staat angegriffen. Und das ist schon etwas eine Ausnahmesituation. Und das wird nicht in jedem Jahr so sein. Ich hoffe auch, dass es gelingt, dass dieser Krieg bald beendet wird. Und in einem haben Sie recht. Was mir Sorgen macht, ist, dieser Krieg wird sehr große Kosten verursachen für den Wiederaufbau der Ukraine. Kosten im Flüchtlingswesen, das haben Sie jetzt bereits angetönt. Es gibt aber auch wirtschaftliche Kosten. Die Frage ist, wie lange hält man diesen Krieg durch, oder? Also auch in Europa, auch von den Nebeninfekten, die dieser Krieg eben hat, auf die Energieversorgung, auf die Wirtschaftslage. Und eigentlich haben alle ein Interesse daran, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, dass es zu Frieden kommt, insbesondere die leidtragende Bevölkerung hat ein Interesse daran. Y a-t-il d'autres questions? Ça n'est plus le cas. Donc nous concluons cette conférence de presse ici. Je vous remercie d'y avoir participé et vous souhaite une excellente fin de journée.